Wir haben heute den Digital-Hub Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht. Der Digital-Hub hat eine Riesenbedeutung für unser Land. Wir wollen damit offene Innovationen in Schleswig-Holstein gestalten unter Nutzung von Open Source und offenen Standards. Wir wollen konkrete Digitalisierungsherausforderungen unserer Verwaltung, unserer öffentlichen Verwaltung oder von gemeinnützigen Organisationen unter Einbindung der schleswig-holsteinischen, der heimischen Digitalwirtschaft lösen. Und dafür wollen wir Projektpartner zusammenbringen in einer Netzwerkarbeit in diesem Hub. Ja, erstmal sind wir sehr froh, dass wir als WTSH den Digital-Hub aufbauen und übernehmen durften. Die Aufgaben sind so, wie ein Cluster eigentlich auch erarbeiten würde. Also erstmal ein Netzwerk dafür aufbauen, die Partner einzusammeln, sowohl von der Verwaltungsseite als auch von den Digitalunternehmen aus Schleswig-Holstein, Veranstaltungen zu organisieren, erstmal um den Digital-Hub SH auch bekannt zu machen, aber natürlich auch um Informationen dann zu vermitteln und dann natürlich auch als Netzwerkoption. Wir stärken damit den Digitalstandort Schleswig-Holstein und schaffen Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Es folgt einer digitalpolitischen und industriepolitischen Strategie und wir lösen uns gleichzeitig von Abhängigkeiten im digitalen Raum. Und deshalb ist der Digital-Hub von so entscheidender Bedeutung für unser Land. Am 15. Januar startet ein Call for Action für das Landesprogramm Offene Innovationen. Da geht es dann darum, Digitalisierungsprojekte erstmal zu beschreiben und dann auch zu beantragen und umzusetzen. Antragsteller sind öffentliche Einrichtungen und gemeinnützige Einrichtungen in Schleswig-Holstein zusammen mit Digitalunternehmen aus Schleswig-Holstein.